Im eigentlichen Forschungsgebiet Messikommers, dem Robenhauser Ried am Pfäffikersee, erinnern einige wenige Gedenkstätten an den ruhelosen Feldforscher, der dem beginnenden 19. Jahrhundert den Weg zur Archäologie eröffnete. Messikommer steuerte der Wissenschaft solche Mengen von grundneuen Erkenntnissen bei, dass man heute noch die Pfahlbauzeit um 3000 vor Christi international als Robenhauser-Epoche bezeichnet. In dieser traumhaft schönen Landschaft wurde 1858 zur Korrektion des Seeausflusses geschritten, um die Wasserkraft der Aa der Industrie besser nutzbar zu machen. Bei diesen Grabungen stieß man unerwartet auf hunderte von Pfählen und Überreste menschlicher Behausungen. Wie mag es Messikommer zumute gewesen sein, als er eben an diesem Gewässer seinen Mitmenschen eine menschliche Besiedelung lange vor unserer Zeitrechnung nachweisen konnte? Die Lagekarte zeigt uns, wo Messikommer die erste Niederlassung erforschte und wie er die Funde im Moorboden vorfand. Aus jenen Jahren sind uns einige ganz alte Fotos im Museum erhalten geblieben. Sie zeigen uns, wie primitiv Messikommer die Sache angehen musste. Doch war die Ausbeute für die damalige Zeit sensationell und die Kunde verbreitete sich schnell in alle Welt. Messikommer sammelte alles. So unter anderem Knochen, Hacken aus durchbohrtem Hirschhorn, verkohlte Äpfel, Haselnüsse und Geweberesten aller Gattungen und Arten. Auch Waffen und Töpfereien gehörten mit den Pfahlresten zu den begehrten Funden. Grabungen wurden bald ausgedehnt. Jakob Messikommer erforschte 1861 eine zweite Niederlassung, die von einer kleineren dritten Niederlassung überdeckt war. Die zweite Niederlassung war die reichste und gab fast lückenlos Aufschluss über das Leben der damaligen Bewohner. Man schätzte die Zahl der Pfähle auf der zweiten Niederlassung auf ca. 20.000. Damit war Robenhausen der größte bekannte Pfahlbau der damaligen Welt. Hier fand der Forscher Überreste von sehr schönen Töpfereien, Klopfer aus Stein, einen Keulenkopf, ein Knochenmesser, verschiedene Getreidemühlen, Steinbeile sowie deren Halbfabrikate, diverse Pfeilspitzen aus Silex sowie Schmuck für die holde Weiblichkeit. Die Tabelle zeigt die Epochen der drei Kulturschichten in Verbindung mit der schematischen Lagekarte. Musik
Missikommer war unermüdlich. Er sammelte, sortierte, verglich und konservierte, so gut es damals möglich war. Über alle seine Arbeiten führte er getreulich Buch, um seine Resultate der Nachwelt zu erhalten. Leider wurden viele seiner Funde in alle Welt verkauft. Diese Karte zeigt uns, in welchen Städten die Sammlungen aus Robenhausen heute noch zu den Prunkstücken der Museen zählen. Das Messikommerhaus, so wird es von alten Leuten heute noch genannt, wurde zum eigentlichen Wallfahrtsort der berühmten Leute aus dem In- und Ausland. Unter anderem kamen hierher Professor Rüttimeier aus Basel, Victor Hugo aus Paris, Konrad Escher von der Lindt aus Zürich, Professor Dr. Oswald Heer aus Basel, Dr. Ferdinand Keller, der berühmte Gelehrte aus Zürich, sowie ganze Gesellschaften wie die Deutsche Anthropologische Gesellschaft mit Graf Wilhelm von Württemberg an der Spitze. Im Wetziger Ortsmuseum werden viele Aufzeichnungen und Funde aus jener Zeit von Herrn Hürlemann sehr sorgfältig gehütet und gepflegt. Viele von Messikommers Veröffentlichungen, für die er im Jahre 1893 von der Universität Zürich den Ehrendoktor erhielt, haben hier eine bleibende Heimstätte gefunden. Die Werkzeuge wurden dem unermüdlichen und rastlosen im hohen Alter von 89 Jahren endgültig aus den Händen genommen. Mögen seine Forschungsergebnisse heute teilweise überholt sein, so bleibt uns doch die Erinnerung an einen Mann aus unserer engeren Heimat, der mehr als einer Generation von Forschern und Wissenschaftlern leuchtendes Beispiel und Vorbild war.